Meine X-Bows, die sind wohl auch gerade fleißig beschäftigt. Hm? Ja, die sind beim Sparring, Individual Combat Drill. Sehr schön. Also auch genug Aufgaben. Mal F3 wieder gucken. Oh, da sind sie auch schon wieder fast ein Stockwerk tiefer. Müssen wir das wegchanneln, das wegchanneln und das wegchanneln. Und dann das hier noch ausheben wahrscheinlich. Na, das werden wir sehen. Hier füllt sich es ganz langsam mit Wasser immer noch. Sind die schon bereit zu handeln? Ja, sind sie, also haben sie nicht viel dabei. Clay. Clay nehmen wir gerne mal mit. Welches? Auch wenn wir selber welches machen könnten, aber es ist gut, welches zu haben. Holz nehmen wir wie immer. Ich habe nämlich im Augenblick keine Lust, selber welches zu schlagen draußen. So. Ah, nehmen wir nochmal noch die Seite Holz. So. Holz, 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 Holz. Käfige. Barrel nehmen wir auch gerne. Oh, zwei Buckets. Chestnut Barrel. Ihr seid Elfen, stimmt's? Ah, nehmen wir denen die Barrels auch mal ab. Ropeweed, Ropeweed, Ropewine. Ach, ein Clothpin nehmen wir den auch noch ab im Augenblick. Können wir gut gebrauchen. Klopf, 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 klopf. Klopf, klopf, klopf. Klopf, noch mehr Klopf. Also Stoffe haben sie jede Menge dabei, wie immer. Also jede Menge Ropeweed. Dun, 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 dun. Arrows. Nö, Arrows brauchen wir nicht, aber wir nehmen gerne ihre Kräuter hier. So, so, so. Gut. Jetzt müssen wir was hier als Gegenangebot geben. Mit so 1500 Wert. So, 1000 haben wir gleich. Jetzt haben wir 1000. Eine Granitfigurine von was? Von Zwergen. Okay. Eine Gabbro-Figurine, die sehr viel wert ist. Gabbro-Amulett. So. Trade. Gut. Händler kann weg. Die Bins können weg. Und gut ist. Was liegt eigentlich hier noch alles rum? Bars, Blocks. Achso, die ganzen Steinblöcke. Naja, die können da oben mal bleiben. Die Räume meines Leaders machen auch schon langsam einiges was her. Der hält sich sogar ziemlich gerne da drin auf. Was fehlt ihm eigentlich noch? Nein, Nobles. Gerade gar nichts. Er hat schon einen opulenten Thronraum. Das ist sein Office. Einen großartigen Bettraum. Und einen großartigen Dining Room. Okay. Das heißt, wir haben ihn schon mal ziemlich zufriedengestellt damit, dass wir das Ganze ein bisschen engraved haben. Wenn es dann fertig engraved ist, stellen wir noch Statuen rein. In jeden Raum.
Dann hat er wirklich sehr schöne Privatgemächer. Und wir sollten auf jeden Fall auch jedem Zwerg mal so einen hier ins Zimmer stellen. Ein Granitkabinett. Oder ein Kabinett allgemein, dass sie dort ihre Wäsche und so lagern können. Wir müssen dann allgemein den Leuten Betträume noch freigeben, dass Leute dort einziehen können. Aber vorher müssen wir unsere X-Bos mal ordentlich unterbringen. Also im Augenblick haben wir nur Schlafzimmer für 14. Für 14 Leute hier. Wir brauchen aber noch mindestens 16 weitere Schlafzimmer. Also kommt hier oben noch eine Trainingshalle hin. Später, wenn die Miner hier mit dem Channel und so fertig sind. Designation Channel, mal die nächste Ebene weg. Dann bauen wir da die Kasernen weiter aus. Wir brauchen nämlich noch viel Platz. F1. Ja, mal kurz gucken. Oh, hier sind wir fast fertig mit dem. Was ist hier los? Fisherberry Seeds, Wild Strawberry Seeds. Hier liegen überall Samen rum. Küche. Wild Strawberry und Fisherberry Seeds. Sweet Pot Seeds ist klar. Plump Helmets, Pigtails, Was sagt Longland Bier? Das wird auf keinen Fall verkocht. Quarry Bush Leaves können verkocht werden. Fisherberries, Red Wheat, Wild Strawberries, Prickleberries. Pigtail, Plump Helmet Seeds und Pigtail Seeds, Sweet Pot Seeds. Aber immer noch kein Cave Weed Seed. Das sollten wir demnächst mal angehen und sagen, sie sollen das Cave Weed verbrauen. Also wir sagen in der Küche, unter Kitchen, verbieten wir Plump Helmets, Pigtails und Sweet Pots zu brauen und sagen nur, macht mal Cave Weed. Dass wir da mehr Samen zusammenkriegen. Oh, das Quarry Bush Field sieht sehr gut aus. Haben wir noch Rocknuts übrig? Ja, ein paar. Haben wir noch Leaves? Quarry Bushes haben wir noch jede Menge. Wir haben wahrscheinlich gar keine Bags mehr. Also, Job Manager. Cloth Bag, bitte. 10 Stück. So. Gut. Cloth haben wir ja nämlich gerade erhandelt. Und jetzt gehen wir mal in die Küche und sagen Fine Meals. Das war falsch. Das da wollte ich. Fine Meals. So. Gut. Weil das Essen. Ja, okay, das Essen sieht noch einigermaßen okay aus, könnte aber besser sein. Wir haben es nämlich versäumt, mit unserer Karawane zu handeln. Was liegt da für ein? Was zur Hölle liegt da für ein Stein? Ach, Clay. Ach, das ist der Clay, den wir ertauscht haben. Und es ist Sommer geworden. Okay. Holz liegt da, wo es liegen sollte. Gut. Setzen wir mal ein paar Türen ein. So. So. Hier Türen. Dass das Privatzimmer werden. Die werden wir dann irgendwann mal zu Bettzimmern machen. Und wir haben keine Türen mehr. Okay. Ja, macht Sinn. Das sieht schon mal richtig gut aus.
Das Office. Okay. Wie weit seid ihr hier mit dem Channeln? Okay, da seid ihr voll an der Arbeit. Ihr habt noch nicht mal die Hälfte geschafft. Was sagt der Eingang an Wasser? Oh, das Wasser hat es langsam mal geschafft, hier das Ding hier zu erreichen. Es wäre natürlich schon schön, wenn wir noch mehr... Gut, wir haben gerade Dings gekauft. Dann machen wir mal Bucket. Wurden Buckets. 5 weitere Buckets. So. Dann hat unser Carpenter auch was zu tun mal wieder. Obwohl da eigentlich jede Menge Buckets rumliegen, die sich ständig holen. Ich sollte doch mal wieder hier oben. P, Furniture. Das U. So. Q, S. Furniture. Block all außer Buckets. Oh, es gibt sogar Search Buckets. So, dankeschön. Buckets. So. Und hier unten an den Stockpiles verbieten wir Buckets. So. Und hier auch. Das ist nämlich auch ein Furniture Stockpile. Buckets. So. Gut. Das wäre dann auch erledigt. Hier haben wir, glaube ich, noch einen Weapon Rack, genau, und ein Armor Stand übrig. Ja, das brauchen wir dann für die zweite Trainingshalle. F3, mal gucken. Die sind noch fleißig beim Channeln. Das Gute ist, je weiter sie wegkommen... Bist du jetzt mittlerweile gebaut? Ja, bist du. Also, Designation. N, Remove Construction. So, jetzt müsste die Treppe hoffentlich erreichbar sein. Und wir haben schon wieder Rock Crystal gefunden. So, wieder zu unserem Eingang. Ja genau, ich werde mal hier dann Bedrooms draus machen. Sobald ich Cabinets habe. Munition müsste ja gut aussehen mittlerweile. Stocks. Ammunition. Liegen ein Haufen... Ja gut, ich glaube, das ist das, was keinem Zwerg gehört, oder? Also was die Zwerge noch nicht ausgerüstet haben. Supplies. Equipment. Sein Uniform. Supplies. Nein. Equipment eigentlich. Oder F Ammunition. Ich würde gerne... Okay, ich glaube, das muss ich bei denen selber direkt sehen. Du bist ein X-Bow. Du hast ein Inventar. In deinem Inventar müsstest du irgendwo einen Quiver haben, genau. Und der hat Bolzen. Ja. Gut. Gut. Mal kurz einen Überblick verschaffen. Das meiste sind Turtle Shells. Skulls. Bones haben wir noch ein paar, ja. Sehr viele sogar. Dann werde ich bei Gelegenheit noch einen Bonecraft irgendwann einstellen müssen. Warum stehen hier Pot? Okay.
Die Treppe wurde eingerissen. Deswegen ist sie jetzt runtergebrochen und einer ist bewusstlos. Ist einer verletzt? Nein, scheint nicht so zu sein. Er tut sich nur selber sauber machen. Okay. Das bedeutet, Designation, es hat geklappt, auch wenn es nicht so geklappt hat, wie ich es gehofft hatte. Remove Constructions, bitte. So. Und die Elfen werden uns verlassen. Und hier liegt jetzt City Clay aufgewühlter. Ja, okay, also kriegen wir schon mal. Wir haben ein neues Mandat. Wir brauchen einen Quiver. Oh. Q, Blödsinn. M. Nee, U. M. Q. Quiver. Lederquiver. Ein. So. Ist ja kein Problem, einen Quiver herzustellen.